ist Robotron, ein Tech-Opera mit Nadja Buttendorf. Please give her a great round of applause. Danke. Auf dem Camp wird man ja immer am Anfang gefragt, ob man zum ersten Mal da ist oder zum zweiten Mal. Und ich würde fragen, hat jemand von euch bei Robotron gearbeitet? Niemand, okay. Also, ich bin Künstlerin und hatte bereits vor anderthalb Jahren auf dem ersten Kongress in Leipzig über einige meiner Arbeiten gesprochen. Dabei ging es vor allem um performative Schmuckobjekte und Nail Art. In verschiedenen aktuellen Werken untersuche ich die Geschichte der Computerentwicklung in der DDR, ausgehend von meiner eigenen Familiengeschichte. Gelangweilt von einem erfolgreichen US-amerikanischen Technologienarrativ, versuche ich mit dem folgenden Projekt der Erzählung eine komplexere und diversere Geschichte hinzuzufügen. Wenn jetzt niemand bei Robotron gearbeitet hat, weiß ich nicht, ob vielleicht einige die Geschichte schon sehr gut kennen. Egal. Robotron, a Tech Opera, ist die erste Seifenoper, die in der Computerindustrie der DDR spielt. Eine Webserie, die die Entwicklung von Computern in einer Planwirtschaft unter Embargo-Bedingungen thematisiert und einen Alltag in Ostdeutschland nachzeichnet. Also Geschichten, für die sich heute niemand mehr interessiert, weil es sich bereits um obsolete Technik handelt und Geschichte, wie wir wissen, nur von Siegern geschrieben wird. Der Begriff der Tech-Opera, den habe ich von der Soap-Opera entlehnt und verbindet emotionale Verwirrungen mit Computergeschichte. Robotron Attack Opera ist eine Webserie, in der ich alle Rollen selber spiele und auch alles andere in Personalunion übernommen habe. Also so wie Setdesign, Kamera, Maske, Postproduction, Sounddesign, Special Effects, Regie etc. Staffel 1 wurde damals komplett in meiner Berliner Einraumwohnung im Hochsommer 2018 im Greenscreen-Paradies aufgenommen. Hier seht ihr auch die Protagonisten. Ich kann das so schlecht drauf zeigen, aber in diesem Kuh-Optik-Blouson, das ist Kollegin H, im Fatlab-T-Shirt, das ist Kollegin M und Kollegin X sind alle anderen. Dass ich alle Rollen selber übernommen habe, ist einerseits Konzept und andererseits hatte ich auch kein Budget, um andere Mitarbeiterinnen vernünftig zu bezahlen. Ich habe die Serie mit Hilfe von unzähligen YouTube-Tutorials produziert. Aber wie kam es eigentlich zu Robotron Attack Opera? Da muss ich jetzt weiter ausholen und auf meinen Stiefopa Werner Hartmann zu sprechen kommen. Werner Hartmann von 1912 bis 1988 war mein Stiefopa und der Begründer der Mikroelektronik in der DDR. Hier seht ihr ihn, als er gerade seinen zweiten Nationalpreis der DDR erhalten hat. Das war 1970. Er hat 1961 AMD gegründet, die Arbeitsstelle für Molekularelektronik Dresden. Nicht zu verwechseln mit AMD aus Silicon Valley. Aufgrund seiner Position und Parteilosigkeit wurde er seit 1965 systematisch beschattet und 1974 wegen Spionagevorwürfen als Direktor der Arbeitsstelle suspendiert. Sein wissenschaftlicher Verdienst wurde erst 1990 wieder anerkannt. Die Gründung von AMD war für die Mikroelektronik der DDR ziemlich wichtig und 1987 wurde das Institut in ZMD umbenannt, Zentrum Mikroelektronik Dresden. Unter dem Namen existiert es heute auch noch. Ja. 2017 wurde ich zusammen mit der Künstlerin Anne Baumann eingeladen für die Ausstellung Requiem for Failed State in der Halle 14, Zentrum für zeitgenössische Kunst Leipzig, uns künstlerisch mit dem Fall Werner Hartmann auseinanderzusetzen. Die Stasi hat 49 Ordner zu seiner Überwachung angelegt und parallel legte aber Werner Hartmann selbst ein Archiv mit seinen Memoiren an. Durch diese Beschäftigung mit der Geschichte ist mir auch wieder eingefallen, dass meine Eltern bei Robotron gearbeitet haben, also auch in der Technikbranche der DDR tätig waren. Und damit bin ich aufgewachsen mit diesem Schriftzug in Dresden. Hier seht ihr jetzt den Stammsitz des VEB-Kombinates Robotron mitten im Zentrum von Dresden.
Wenn man heute in die Suchmaschine Robotron eingibt, wird einem zuerst Robotron, ein Arcade-Game von 1984 angezeigt. Aber es gibt, glaube ich, auch eine Skateboard-Marke aus Stuttgart, die Robotron heißt. Also die Marke Robotron war zu Ostzeiten in Osteuropa sehr bekannt und neben der Sowjetunion auch der führende in der Computertechnik. Das wurde auch gerne gezeigt, zum Beispiel hier ein Ausschnitt aus der Krimiserie Polizeiruf. Erste Aufklärung wird von uns erwartet. Also Aktenstudium, Tätervergleichskartei, EDV. Kennwort, Treibnetz. Jagst du mir mal das durch den Rechner? Es wäre schön, wenn der Hauptverdächtige gleich hinten rauskommt. Habe dich schon einmal enttäuscht? Ständig. EDV, Ende der Vernunft. Der VEB-Kombinat Robotron war der größte Computerhersteller in der DDR und wurde am 1.4.1969 gegründet und 1990 durch die Treuhand aufgelöst. Der Stammsitz war wie gesagt Dresden und im Hintergrund könnt ihr ja auch sehen, da wird das Robotron-Gelände in Dresden gerade gebaut, 1969. Der VEB-Kombinat Robotron bestand aus mehreren Kombinatsbetrieben, DDR-weit verteilt. Mit Stand von 1988 waren es insgesamt 20 Betriebe, die dazugehörten. Insgesamt arbeiteten 68.000 Beschäftigte im VEB-Kombinat Robotron. Im Dresdner Stammbetrieb waren es damals 6.700. Der Kennerin fällt vielleicht auf, dass die Auflistung nicht ganz vollständig ist. Ich habe den VEB Robotron Rationalisierung Weimar in Klammern RRW und den VEB Robotron Goldpfeil Magnetkopfwerk Hartmannsdorf GmbH vergessen. Den Namen Robotron gab es aber bereits vor der Gründung des VEB-Kombinats und zwar wurde am 1.4.1987 in Karl-Marx-Stadt der VEB Elektronische Rechenmaschinen Karl-Marx-Stadt als wissenschaftlicher Industriebetrieb gegründet, auch bekannt unter der abgekürzten Form LREMA. Später wurde er auch als Fachbereich Geräte in das VEB-Kombinat eingegliedert. Und zur Gründung, also 1957, als LREMA gegründet wurde, gab es einen Wettbewerb unter den Mitarbeiterinnen, wo es um die Schaffung einer neuen Warenbezeichnung ging. Und da hatten Mitarbeiterinnen einen Entwurf eingereicht, der eben Robotron hieß. Und der Robotron ist ein Kunstwerk aus Roboter und Elektronik. Es gab halt auch noch diese anderen Vorschläge, Kalkutron, Memotron. Da seht ihr den Robotron 300, da seht ihr noch das Robotron mit dem Wimpel und dem Elektron drin. Das war der erste Großrechner, der von Robotron dann gebaut wurde. Und hier ist jetzt die klassische Wortbildmarke. Da unten seht ihr auf der Streichholzpackung das Robotron, die dann halt für die Warenbezeichnung der Erzeugnisse und auch für das Kombinat herhielt. Und diese Streichholzpackung ist so aus den 80ern und die fand ich irgendwie ganz interessant, weil also Bit für Bit Qualität, aber auch diese aus der Magnetbandspule kommt diese Schlange und die den Apfel hält. Das war halt auch zu der Zeit, wo Apple dann auch schon groß geworden ist und ich denke mal, das wird kein Zufall sein mit dem Apfel und der Schlange. Ein wichtiger Teil meiner Recherche waren die Betriebszeitschriften, die jede Woche herausgegeben wurden, von 1969 bis 1990. In dieser GIF ist ein GIF aus dem Film Schräge Vögel, ein DEFA-Film. Und das ist, wenn Kaminke, der Protagonist, gerade sagt, gute Nachrichten hier, die heutige Presse besteht nur aus Huldigungen. Bei den Zeitungsdurchblättern bin ich auch auf die Lachkarte gestoßen. Das war das betriebseigene Kabarett. Vielleicht kennen einige Wolfgang Stumpf, der war damals auch Teil davon. Noch ein deutscher Schauspieler. Im VEB-Kombinat gab es damals 6 Ensembles. Der VEB-Kombinat kümmerte sich auch um gesundheitliche und soziale Betreuung der Werktätigen, Ferien- und Erholungswesen, Kinderbetreuung und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen.
Von den 68.000 Beschäftigten im Kombinat Robotron waren ca. 44% Frauen tätig. Neben der Essensversorgung fanden hier auch zahlreiche, das ist die Robotron-Kantine und links das Schwarz-Weiß-Bild ist von 1967 und daneben ist, wie die Robotron-Kantine heute aussieht, das ist der eine Schauplatz der Webserie auch und die sollte mittlerweile schon abgerissen werden, glaube ich, 2015 oder so, wurde aber gestoppt und jetzt hat Dresden sozusagen, die Kantine wieder zurück und es wird jetzt gerade überlegt, was da reinkommt, soll ein Kulturbereich werden, entweder kommt das Museum oder ein TU-Lab rein, glaube ich. Aber neben der Essensversorgung fanden da auch zahlreiche Kulturveranstaltungen und Betriebsfeiern statt. Das Rechenzentrum, das ist der andere Schauplatz der Serie. Da seht ihr ganz links auch schwarz-weiß, da wird das Rechenzentrum gerade erbaut. Dann kurz vor Abriss des Rechenzentrums, da seht ihr, da war dann Teppichfreund lange drin und dann wurde es halt abgerissen. Und da standen damals 4 Großrechner dran, wo halt auch die Protagonisten gearbeitet haben. Einer der Großrechner war der ESA 1040, den seht ihr hier als Modellform. Und der Computer wurde Anfang der 70er Jahre von Robotron hergestellt und vertrieben. Und die Insider wissen wahrscheinlich, dass es sich dabei um einen komplett reverse-engineerten IBM 360 handelt. Mitarbeiterinnen berichteten mir auch, dass sie die Fehler des IBM 360 verbesserten. Und so sah dann der Arbeitsplatz am ESA 1040 aus. Und natürlich hatte die Stasi exklusiv Zugriff auf die Rechner gehabt. Regelmäßig hatten die Bedienkräfte frei, wenn die Stasi Rechenzeit am ESA 1040 benötigte. Sie kam dann mit ihren eigenen Bedienkräften und schloss die Türen ab. Es gab natürlich auch IMs, also inoffizielle Mitarbeiter bei Robotron zur Überwachung der Angestellten. Und aus erster Hand weiß ich auch, dass Mitarbeiterinnen unter Beobachtung standen, da sie angeblich Flugblätter verteilten, die nachweisbar auf einem Robotron-Drucker aus der Abteilung gedruckt wurden. Und wie alle sozialistischen Staaten unterlag die DDR dem COCOM-Technologieembargo des Westens. Besonders die Computerentwicklung war davon natürlich betroffen. Und das ist ein Buch von Gerhard Ronneberger, in dem er ziemlich detailliert beschreibt, wie der Hightech-Schmuggel damals vonstatten ging. Und dafür wurde er der Bereich kommerzielle Koordinierung, abgekürzt COCO, einer der Aufgaben war, Embargo-Waren, die auf der COCOM-Liste standen, zu beschaffen. Das ist ein Satellitprojekt zu Robotron Attack Opera. Ihr kennt sicherlich die ganzen ASMR-Videos auf YouTube, die sich auch mit Vintage-Computern beschäftigen. Jetzt kommt gleich ein kleiner Ausschnitt aus meinem ASMR-Video, in dem ich mal den KC-87, also den KC-87 von Robotron genommen habe, anstatt immer nur Commodore oder Atari. Die Softnails aus Silikon sind auch Teil meiner Arbeit und die sollen eigentlich eher diesen Meridian-Response verstärken. Jetzt kommt ein kleiner Ausschnitt. Mikroprozessor. It is an unlicensed clone of the Psylock set. Und im Frühjahr gab es eine Ausstellung, die hieß Computer Girls, die fand schon letztes Jahr statt in Dortmund und ist dann weiter nach Paris gewandert. Und dann haben sie halt das Bild mit den Softnails und dem KC-87 als Kommunikationsbild benutzt und überall in der Pariser U-Bahn plakatiert. Und ich habe mich halt total gefreut, weil sozusagen Robotron-Technik jetzt wieder in Paris rumgeistert. Mittlerweile ist die Ausstellung jetzt in Eindhoven zu sehen, falls jemand da hinkommt, noch bis 6. Oktober.
Genau, und in den Technischen Sammlungen in Dresden wird auch gerade 50 Jahre Robotron gefeiert. Und da kann man auch die Webserie von mir sehen. Ich habe mich besonders gefreut, dass sie neben der ganzen Robotron-Technik jetzt steht. Aber was natürlich schon witzig ist, dass Robotron gibt es seit 30 Jahren nicht mehr und die Firma bestand auch insgesamt nur 20 Jahre. Und jetzt wird 50 Jahre Robotron gefeiert. Als nächstes schauen wir die Webserie, die ist jetzt nicht so lang. Also wir schauen Trailer und Staffel 1. Staffel 2 könnt ihr euch dann heute Abend im Zelt auf YouTube angucken. Der Trailer ist eigentlich das längste. Ich fange einfach mal an. Wir befinden uns jetzt gerade am Set von Robotron Tech Opera, Webserie, in der ich alle Rollen selber spiele und auch das Skript schreibe, obwohl das Skript, zoome ich mich mal kurz raus und dann könnt ihr sehen, wie es hier aussieht. Also, ne, das Queenscreen-Paradies, da oben in der Ecke seht ihr den Kostümfundus. Mein Bett. Es ist wirklich schwer. Im Early-YouTube-Style auf Büchern. Ja, also, das ist auch gerade das Problem und war auch in verschiedenen Archiven. Habe aber festgestellt, dass eigentlich wusste ich das schon. Was ich euch heute zeigen will, ist, wie man zu DDR-Zeiten Squiggle Eyebrows gemacht hat. Instagram-Trend, wavy Augenbrauen, schon out of date. Es gibt ziemlich viele Tutorials. Man braucht ganz viel Kosmetika, Gel, Eyeliner, ein bisschen Lidschatten und vielleicht sogar noch, was weiß ich. Zu DDR-Zeiten gab es nicht viel. Gab es halt nur einen Eyebrow-Stift. Einfacher Eyebrow-Stift. Keine bestimmte Marke. Ich habe jetzt einen sehr hellen ausgesucht. Meine Augenbrauen sehr hell sind. Ja, und zu DDR-Zeiten war das eigentlich ganz einfach. Also, ein bisschen die Stirn freilegen und dann hier soll eine Welle sein. Ich ziehe das erstmal so vor. Also man muss so ein bisschen gucken, dass man den natürlichen Schwung seiner Augenbrauen mitnimmt. Und hier geht es bei mir auch so hoch. Das ist auch eine Welle. Männer mit Gefühlen interessieren sich auch für Technik. Ja. Das kommt davon. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab alles gesehen. Robotron. 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 VEB-Kombinat Robotron. Alle arbeiten bei Robotron. Das kommt davon. Das kommt davon. Auf deiner Jacke Robotron, meine Jacke auch Robotron. Du kannst mein Pausenbrot haben. Technik für Männer mit Gefühlen für Frauen. Technik und Gefühle bei Robotron. Alle in die Produktion. Das kommt davon. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab alles gesehen. Robotron. Ja, ich finde es total gut geworden. Robotron, alle arbeiten bei Robotron, das kommt davon. Das steht dem komplizierten Tutorial in nichts nach. Früher war alles einfacher, mehr Zeit für den Haushalt und die Kinder und die Arbeit. Deswegen hatten die früher schon ziemlich gute Tricks drauf, wie man future-mäßig unterwegs sein kann. Wir sehen uns dann Robotron Attack Opera. Ciao. Instagram, Instagram, Stasi war voll Instagram. Das kommt davon. Stasi war voll Instagram. Das kommt davon. Stasi war voll Instagram. Robotron. Das kommt davon. Robotron.
Ja, das war jetzt erstmal der Trailer, der... Es geht noch weiter. Danke. Genau, der Song ist von Future Maps 030, der Titelsong, aka Jana Bartel. Und jetzt nochmal 10 Minuten für Staffel 1. Robotron, 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 VEB-Kombinat, Robotron, alle arbeiten bei Robotron, das kommt davon, das kommt davon. Baby mag Gefühle, Baby mag Technik, sie interessiert sich für Technik, sie hat auch Gefühle. Gute Gefühle, schlechte Gefühle, Mittagspause bei Robotron, das kommt davon. Ich hab's gesehen, ich hab alles gesehen, Robotron, Robotron, Robotron. Hi guys, cool, dass ihr dabei seid bei der ersten Folge von Robotron, der Tech-Opera. Das wird jetzt eher so eine Einführungsfolge, in der ich kurz auf das Setting eingehe, in dem Robotron Tech Opera angesiedelt ist. Wie ihr hier sehen könnt, 1968 treffen sich die CSSR, VR Polen, die DDR, VR Bulgarien und die UdSSR, um über ein einheitliches System elektronischer Rechentechnik zu verhandeln. Später kommt auch noch die Sozialistische Republik Rumänien und Kuba hinzu. Die UdSSR sind natürlich der Bestimmer und hier sieht man die DDR jetzt ein bisschen angepisst, weil sie sich auf Peripheriegeräte in der Produktion und Entwicklung konzentrieren soll. Das heißt zum Beispiel Magnetbandspeicher Geräte oder Paralleldrucker, Lochkartenleser etc. Da hat die DDR natürlich überhaupt keinen Bock drauf, weil sie schon längst elektronische Datenverarbeitungsanlagen entwickelt und produziert, zum Beispiel den R300. Die konnten sich dann aber noch in einem gesonderten Zweierabkommen einigen. 1969 haben dann alle dieses mehrseitige Regierungsabkommen unterschrieben und man musste sich jetzt nur noch darauf einigen, was für eine Rechnerarchitektur man nun kopiert und als Grundlage für das ESA benutzt. Man wusste ja, dass man sich um einige Jahre im Rückstand befand, gemessen am internationalen Standard. Das beste Modell seiner Zeit war der IBM 360. Er war weit verbreitet und deswegen gab es besonders viele Dokumentationen zu seiner Arbeitsweise, die natürlich auch in die Hände von Computerentwicklern bei Robotron fielen. Und es soll sogar einen echten IBM 360 bei Robotron gegeben haben, trotz Embargo-Bestimmungen, der komplett reverse-engineert wurde. Und 1972 wurde dann der erste ESA-Rechner bei Robotron fertiggestellt. Also das war der erste ESA-Rechner überhaupt, das war der ES-1040. Und der ES-1040 war dann sogar mit IBM kompatibel. Wuhu! Ja. Und da stand einer der ersten Rechner des ESA und viele Menschen arbeiteten mit ihm und unter anderem auch Kollegin H., die seit 1976 als Operator 3 im Bereich E43 im Rechenzentrum des VEB Robotron Zentrum für Forschung und Technik arbeitet. Und hier sehen wir Kollegin H. bei der Arbeit am Lochkartenleser. Kollegin H., du hast vergessen, die Anlagenschuhe anzuziehen. Baby mag Gefühle, Baby mag Technik. Ja.
Hi Fans und Friends. Hey, Kollegin H. Na? Ja? Geht's. Sag mal, was hältst du denn eigentlich von dem neuen Vier-Schicht-System? Du meinst die rollende Woche, ne? Ey, es ist mir echt egal. Achtung, das geheime Kollektiv E6 ist wieder im Anmarsch und will die Maschinen übernehmen. Okay, Kolleginnen, haben wir jetzt erstmal wieder 4 Stunden Freetime. Wer kommt mit in die Kantine? Ich muss mal pullern. Mittagspause bei Robotron. Das kommt davon. Geil, Kapernklöße. Also ich find's schon gut, dass es jetzt während der Spätschicht auch warmes Essen gibt. Also wisst ihr, mir ist irgendwie nichts mit der rollenden Woche. Mir ist es einfach zu weit weg. Ich warte ja ewig auf den Bus am Wochenende. Wenn ich da hier von da vom Randgebiet komme. Also ich find's schon praktisch, ne? Durch die Freizeit in der Woche springt mehr für den Haushalt raus. Und ich habe auch mehr Zeit für die Kinder tagsüber. Finde ich gut. Und vor allem finde ich das Food abends besser als mittags. Baby mag Gefühle. Baby mag Technik. Kollegin H. Arbeitsschutz geht jeden an. Wieso? Ist doch rollende Woche. Mittagspause bei Robotron. Das kommt davon. Baby mag Gefühle, Baby mag Technik. Oh je, gestern war die Disco. Oh nee. Wart ihr da? Nee, auch nicht. Nee, ich auch nicht. Obwohl in erster Linie für Jugendliche des Kombinates gedacht, waren unter den 200 Jugendlichen ganze 30 Robotroner. Wir hoffen, das nächste Mal mehr bekannte Gesichter zu sehen. Oder gibt es gar keine tanzlustigen Robotroner? Boring. Ja, erste ES 1040 in Indien übergeben. Ey, Kollegin H., kennst du eigentlich den schon? Nee, erzähl mal. Hast du einen dummen Sohn? Schicke ihn zu Robotron. Hast du derer 2? Schicke sie zur Polizei. Hey. Hey. Arbeitest du auch bei Robotron? No. Cool. Genau. Staffel 2 ist schon online. Es soll insgesamt 5 Staffeln geben. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis die alle fertig sind. Ich habe noch eine Slide.
Es gibt auch Robotron-Merch, es ist Slow-Merch. Also auf den kann man bis zu 10 Jahre warten. So wie man früher halt 12 Jahre auf einen Trabant gewartet hat. Ich habe den Slow-Merch im April gelauncht und die ersten Bestellungen sind bis heute noch nicht bearbeitet. Vielen Dank, Applaus. Danke. Fragen? Einen Moment, bitte. Ja? Darf ich einen Robotronwitz erzählen? Ja, gerne. Okay. Ich kenne aber schon fast alle. Mal gucken, ob du den kennst. Ja. Woran erkennst du, dass die Stasi bei dir in der Wohnung Robotronwanzen einsetzt? Warte, scheiße, den kenne ich. Weil man einen neuen Schrank hat. Und ein neues Unterhäuschen für dich. Danke. Super, danke. Danke. Bitte? Andere Fragen? Vielen Dank. Noch ein Applaus für Nadja Bundendorf. Danke. Danke. Danke.